Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio TTAT. Heute ist Freitag, der 22. Dezember 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Vor Weihnachten geht es börslich noch ein bisschen nach oben. Ich sage, welche KMU-Wertpapiere ich gekauft habe. Und dann gibt es noch einen Blick auf einige Aktien, zu denen man was sagen muss. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. Hey, and me. Here's Market and Me. Podcasting for a quick day. With Tommy B. Hey. Ja, es wäre schön, wenn die Börse auch für die Politik ein Modethema wäre. Und die Dezemberfolgen des Wiener Börseplausch, die sind präsentiert von Wienerberger und SBO. 3.410,26 Punkte, jetzt ein Plus von 0,29% an diesem letzten Handelstag vor Weihnachten und viertletzten des Jahres um 12.09 Uhr. Gewinner-Verlierer blickt mal wieder auf den 42 Titel umfassenden ATX Prime. Da ist mal die Euro-Telesites mit plus 1,3%, dann Rosenbauer 1,1%, Pira Mobility 1%, Marinomed 0,9% und die S-Immo ebenfalls mit 0,9% im Plus. Auf der Verliererseite RHI Magnesita minus 3,6%, dann die Strabag minus 1,9%, die Lenzing minus 1,8%, die Austriacard minus 1,4% und die Semperit mit minus 1,1%. Geldumsatz, da schaut so aus, 6,7 Millionen bei der Raiffeisen jetzt zum Mittag, dann die Immofinanz mit 4,8 und die Wienerberger mit 3,1 Millionen. Ich habe es auch angekündigt, als Selbstständiger gibt es ja diese KMU-Fonds, diese Paragraph 14 Fonds, die man dann zum Jahresende noch kaufen darf, muss, will. Und ich habe mir heuer ausgesucht, den erste Laufzeitfonds KMU 2028, der von der erste Asset Management mit so rund 70 Anleihen begeben worden ist und der perfekt für dieses KMU-Dings da, wo man mindestens 4 Jahre halten muss. Auch von der Fälligkeit her passt. Das Lustige rundherum ist, das geht telefonisch natürlich alles mit dem Bankberater der Wahl. Das ist bei mir auch eine Bankverbindung in der Erste Group. Dort habe ich früher gearbeitet, ja. Und da das alles aufgenommen wird, ist es immer so spannend, wenn man dann den Kollegen in der Bank zum Lachen bringt und ein paar Schmähs macht. Und ja, mir ist es ja wurscht. Und er ist ja fachlich gut, deswegen kann nichts passieren. Aber Namen nehmen wir auch keine. Macht immer wieder Spaß, diese On-Tapes irgendwie. Ist so ein Mini-Podcast, der nicht ausgestrahlt wird. Wer weiß, wer sich das dann in der Bank anhört. Nachrichten. Die CPI Property will eine AOHV wegen einem Aufsichtsrat bei der Es immer und da geht es um ein paar Positionen und ja, die dürfen das und schauen wir mal, was dann da rauskommen wird. Die CA immer hat den Verkauf eines Gebäudes in der Maria-Hilfer-Straße abgeschlossen und kaufen wird die IG Immobilien. Die Immofinanz, dass wir die Immos im großen Bereich durch sind, erwirbt 2 weitere Objekte von der CPI Property Group in Tschechien. Da geht es um 165,5 Millionen Euro und jährliche Brutto-Mieterlöse von rund 12 Millionen Euro. Der Norbert Nettesheim, er ist Vorstand bei Andritz, übt im Rahmen vom Aktienoptionsprogramm 2020 2000 Stück zu 31,20 aus, also die Aktien dann. Andritz ist da immer sehr firm gewesen, das ist noch irgendwie die Geschichte vom Wolfgang Leitner gewesen. Bei der Clean Energy wurde die Mischkapitalerhöhung durchgeführt und mit Wirksamkeit heute in das Firmenbuch eingetragen. Ab der zweiten Hälfte des Jänners 2024 wird es dann eine ordentliche Barkapitalerhöhung geben. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von solchen Transaktionen, habe das heuer, glaube ich, 1000-mal gesagt. Aber manchmal geht es halt nicht anders und dann muss man das mit einem anderen Blick sehen. Wenn es doch anders geht, dann muss eine Kapitalerhöhung nicht bei jedem Niveau stattfinden und schon gar nicht deutlich unter dem Börsekurs. Die FMA hat auch noch ein bisschen was getan. Die hat nämlich geschaut, was man noch sanktionieren kann. Ich meine, das ist auch ihr Job. Und dass man schaut auch bei den Directors-Dealings, bei den Insidern, was gemeldet wird, was nicht gemeldet wird, was verspätet gemeldet wird. Und insgesamt, was habe ich da? 9.000, 6.000, 18.000, 400, sind 33.400 jetzt mal, die man da jetzt nochmal reingeholt hat zum Jahresende. Und jetzt spiele ich noch was vom Gunter Täuber ein, Head of Raiffeisen Research, die D&D Research Rendezvous-Folge mit ihm ist heute früh live gegangen. Dass die führenden AI-Wetten am Kapitalmarkt in den USA gefahren werden,
Aber natürlich für viele Unternehmen geht es ja auch dann darum, das Thema wirklich direkt in Prozesse oder ins Geschäftsmodell zu integrieren. Und hier zeigen übrigens viele Studien, dass natürlich gerade der Banken- und Versicherungsbereich eigentlich prädestiniert ist für AI-Anwendungen. Und wir wissen natürlich, dass wir gerade im ATX einiges Banken und Versicherungen haben. Gar nicht zu wenig. Dazu kann ich auch noch kurz was sagen. Ja. Naja, und hier sehen wir gerade die AT&S eigentlich als sehr gut positioniert, ja, weil die nächste Generation von AI-Chips, ja, hier ist man natürlich gut positioniert. Intel, AMD gehören zu den Hauptkunden, man baut Kapazitäten auf und AMD und Intel haben ja in den letzten Wochen auch Chips vorgestellt, die eigentlich die Vormachtstellung von Nvidia brechen sollen. Also insofern sehen wir eigentlich AT&S hier in Österreich als ein Wert, ja, der natürlich am Nachfragewachstum nach KI-Hardware profitieren kann. Umso spannender natürlich nach dieser doch nicht ganz so guten Kursperformance heuer, die natürlich auch viele firmenspezifische Gründe hat. Kapsch sehen wir eigentlich auch interessanterweise mit Potenzial in diese Richtung, weil natürlich Verkehrsmanagement hat große Anwendungsmöglichkeiten im AI-Bereich und natürlich Predictive AI. Das wäre ein Betätigungsfeld, wo man natürlich sagen könnte, ja, man könnte das Geschäftsmodell transformieren auf den nächsten Level. Und ja, wäre für uns auch noch ein Titel, der AI-Potenzial hat im ATX. Und ansonsten natürlich die Finanzdienstleister. Wir im Haus haben natürlich einige Use Cases am Start. Ja, haben natürlich vor allem im Finanzbereich durch die ganzen Sanktionsthemen natürlich auch Geldwäsche in den letzten Jahren extrem investiert in AI-basierte Prozesse. Wir sind in der RBI, Unica, solche Use Cases am Start. Die erste Bank experimentiert, wie du gesehen hast, auch mit dem Thema rum. Und ja, der Finanzsektor ist, glaube ich, prädestiniert, hier einiges umzusetzen. Und übrigens auch im Research haben wir einige Piloten laufen mit Generative AI-Anwendungen, die natürlich Time-to-Market reduzieren sollten. Oder ein Research-Assistent, der uns in Zukunft AI-mäßig versorgt, ist auch etwas, was wir mittelfristig in der Pipeline haben. Euer Haus hat ja in dieser Woche für mega Aufmerksamkeit gesorgt und was mich ja so freut, weil in Wahrheit schauen wir auf den Sekundärmarkt, dass die beteiligten Player aus dem ATX und ATX Prime, die RBI und die Strabag auch deutlich gestiegen sind. Diese Transaktion, die uns jetzt in den vergangenen Tagen so positiv beschäftigt hat, wie ordnest du die ein? Also moralisch mag vielleicht der ein oder andere Beobachter die Transaktion kritisch sehen oder vielleicht sogar auch dem Geiste der Sanktionen nicht entsprechend. Wobei wir natürlich sagen müssen, die Transaktion ist eigentlich einzuordnen in den Themenkreis: ein rationaler Abbau der Wirtschaftsverflechtungen mit Russland ist noch möglich. Wir haben auch bei nicht börsengelisteten Firmen in den letzten Monaten ein gewisses Potenzial gesehen, dass mit dem Kreml sozusagen Einigungen möglich sind oder mit Russland. Und hier müssen wir auch sagen, auch die Amerikaner sind immer sehr, sehr, sehr gut, auch in Sanktionsregime ihre wirtschaftlichen Eigeninteressen zu wahren. Und insofern sollten wir uns natürlich hier in Österreich jetzt auch nicht ganz verstecken, dass wir natürlich in dieser geopolitischen Situation auch auf solche Themen schauen. Und natürlich durch diese Transaktion wird die Überkapitalisierung der RBI lokal vor Ort natürlich deutlich zurückgefahren, ohne dass dem russischen Staat jetzt irgendwie direkt Geld zufließt oder ähnliches. Was natürlich in anderen Kontexten, wir arbeiten immer auch noch an Abspaltung oder Verkauf, natürlich ein Thema ist und das Aktionärsinteresse bleibt gewahrt. Also insofern eine für mich im geopolitischen Kontext rational gesehen stimmige Transaktion und ich glaube, wir haben uns hier auch drüber unterhalten. Wir sehen die Strabag als einen gut platzierten paneuropäischen Player und auch die Strabag profitiert natürlich von gelösten Russland-Themen. Und nur ganz am Rande, unser Targetpreis liegt ja auch über 50 Euro im Research. Also insofern, man kann sich darüber streiten, wie hoch die Prämie ist in dieser Transaktion, aber sie ist sozusagen nicht aus der Welt gefallen. Definitiv nicht. Und ich glaube, alles, was in Richtung Lösung geht, ist das, was man einfach ersehnt. Probleme gäbe es eh genug und es kommen laufend neue dazu. Deswegen sehe ich den Deal subjektiv sehr, sehr positiv. Mit Risikohinweis ergänze ich jetzt noch eine kleine Geschichte. Ich habe mir die Unica ins Depot genommen, ins Wikifolio, das Ganze mit Risikohinweis, die sollte da auch profitieren. Und sei es auch nur über die steigenden Aktienkurse bei der Strabag und der RBI. Risikohinweis, wie gesagt, dabei, aber die Unica könnte in dem Ganzen natürlich
auch noch eine Rolle spielen. Frohe Weihnachten soll ich ausrichten von den Börsenradio-Kollegen Peter Heinrich und Andi Groß aus Deutschland. Die sind jetzt bis 9. auf Urlaub, also wirklich nicht da, was nicht heißt, dass nichts gesendet wird, weil bei der Flut an Aufnahmen, die die haben, haben die sicherlich einiges voreingestellt. Es hat aber natürlich Auswirkungen. Ich habe gestern auch noch die Jingles bekommen für den deutschen Mittagsbericht, den ich machen werde mit DAX und ATX im nächsten Jahr, also sagen wir DAX und Österreich. Da sind die Jingles da, da werde ich ein bisschen proben. Das wird dann wohl Mitte Jänner losgehen mit den Folgen von mir im deutschen Börsenradio. Ich freue mich sehr drauf. Ich muss da natürlich ein bisschen seriöser werden, aber das schaffe ich vielleicht. Also sicher ist es nicht, aber es ist einmal ein Neujahrsvorsatz. Und der Wiener Börseplausch, den wird es natürlich auch im nächsten Jahr geben. Ich überlege noch, was ich vorher einsprechen werde. Höchstwahrscheinlich den deutschen Podcast und dann ein bisschen Added Value zu den Österreichern im österreichischen Podcast zu geben, aber das ist noch nicht so ganz entschieden. Entschieden haben sich einige Researchhäuser aber zu einem oder anderen Fazit und da suche ich jetzt noch den Jingle, weil ich den immer suche. Und da ist er schon. Research. Odo BHF, genau, das sind die, die mit RB was machen werden. Die stufen Verbund von Outperformer auf neutral und das Kursziel von 100 auf 85 Euro. Barclays stuft EVN mit Equal Weight ein und erhöht das Kursziel von 25 auf 29 Euro. So, das war's jetzt mit der letzten Folge vor Weihnachten, was den Wiener Börseplausch betrifft. Für 2024 sehe ich da sowieso eine Wiener Börse-Party kommen. Am Montag gibt es noch 30x30 Finanzwissen pur. Da bin ich nochmal ein bisschen Wutbürger, aber im nächsten Jahr bin ich zahm. Frohe Weihnachten euch allen, euren Lieben und ja, auf ein gutes überhaupt Fest und tschüss einmal.